Okay. Es ist einfach so überwältigend, weil diesen Moment ich mir seit Monaten oder fast schon seit Jahren erträumt habe. Ich habe mich schon tatsächlich in Amerika bei der Staffel beworben und ja, war einfach fast schon überwältigt, als ich gehört habe, dass die erste Staffel nach Deutschland kommt. Ich bin sehr motiviert und ich habe richtig Bock drauf. Also ich denke schon, dass ich sehr stresserprobt bin, nicht nur durch meinen aktuellen Feuerwehrjob, sondern in erster Linie auch durch meine Bundeswehrzeit und habe da alle Lehrgänge gemacht und diese Lehrgänge zielen halt schon darauf, dass man auch in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahrt. Come on! Ja, riesengroße Vorfreude jetzt da, endlich rauszugehen und draußen zu sein, mir einen schönen Spot zu suchen. Die Aussicht ist schon mal echt top. Also ich würde sagen, ich bin enthusiastisch, gern neugierig und ja, ich sage immer gern tief, wenn ich für mich allein bin so. Jeder Ausflug in die Natur ist für mich ein Stück weit Heimkommen einfach. Wirklich zu wissen, okay, je öfter ich da draußen bin, desto näher komme ich allem, desto mehr weiß ich über die Sachen, desto mehr lerne ich von den Sachen. Und im Grunde ist es wirklich so ein wieder zurückfinden zu dem, wo wir herkommen. Ich bin der Christian, alle nennen mich Kri. Ich habe eine Frau und einen Sohn und bin als Natur- und Wildnistrainer unterwegs, sage ich mal so. Wir versuchen, Leute mit der Natur zu verbinden. Da haben wir uns jetzt lange damit beschäftigt. Also im Grunde fühle ich mich durch die ganze Ausbildung sehr, sehr gut gewappnet, einfach rauszugehen. Boah, unglaublich. Krass, einfach nur krass. Ich heiße Nicole, bin 26 Jahre alt, komme aus Gelsenkirchen und ich bin Profiboxerin und Studentin. Beim Boxen steht man alleine im Ring und hier in der Natur bin ich auch alleine. Ich alleine gegen die Natur, gegen Kälte, Nässe. Ich will das fühlen, ich will den Regen fühlen, den Wind. Ich war noch nie so lange weg und auf einem anderen Kontinent war ich bisher noch nicht, nein. Also wenn ich das so sehe, dann würde ich am liebsten auf eine von diesen kleinen Inseln da vorne, wo drumherum nur Wasser ist, sind keine Bären, ne? Also denke ich mir. Bären sind gute Schwimmer. Ja, können Bären schwimmen, jetzt ehrlich? Ja, okay. Ja, gut. Diese Erfahrung, draußen alleine zu sein, wird extrem schwer für mich, sowohl körperlich als auch psychisch. Ich denke aber, das ist das, was es ausmacht und was auch so eine unfassbar lehrreiche Erfahrung in meinem Leben sein wird. Und das wird mir sehr viel mitgeben für mein weiteres Leben. Das Wetter zu dieser Jahreszeit ist für mich sehr herausfordernd, da ich ein Mensch bin, der Kälte absolut nicht leiden mag. Ich habe auf jeden Fall Respekt davor. Also ich möchte das gar nicht unterschätzen. Ja. Von der Zeit alleine in der Wildnis erhoffe ich mir, verschiedene Sachen zu tun, die man jetzt zu Hause nicht tun könnte. Es gibt hier große Wildtiere und wenn man dann hört, wie die draußen am Shelter vorbeigehen, ich denke, das wird schon ziemlich beeindruckend sein. Und ja, ich hoffe darüber hinaus auch noch viel über mich selber herauszufinden. Ich lasse zurück meine Frau und meine Kinder und mir persönlich bedeutet die Familie einfach alles. Für mich ist das auch etwas ja, wie der Sinn des Lebens und das sind auch die Leute, die ich auf jeden Fall am meisten vermissen werde und ich denke, das wird auch auf jeden Fall schwer werden für mich. Ich möchte so weit an meine Grenze gehen wie möglich und ich werde dabei dann herausfinden, ob es reicht, um hier der Beste zu sein. Ich glaube, dass ich für dieses große Abenteuer gut vorbereitet bin, weil ich mein Leben lang viele Dinge tue, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt stehe. Ganz ruhig, völlig ruhig. Emotionen hatten bis jetzt Platz, aber jetzt läuft das Programm.
Alter, ich bin hier verdammt nochmal komplett alleine. Ist das ein Panorama. Wow. Ja, ich bin Falk, 45 Jahre alt. Ich habe als Vierjähriger oder Fünfjähriger habe ich im Schrebergarten mit einer Axt Holz gespalten. Was mich am meisten an Holz fasziniert, ist eben die ganze Facette. Dass man nicht sagen kann, es ist nur die schöne Farbe, es ist die Stärke, das, was man damit bauen kann. Es ist auch der Geruch, die Haptik, wenn man es anfasst, wenn man Holz um sich herum hat und spürt und fühlt. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Ich mache neben meinem ursprünglichen Job, oder meine Ausbildung, die Zimmerer ist, habe ich Forstwirtschaft studiert, Holzwirtschaft, Holztechnologie und bin tätig als Lehrer, gebe viele Kurse in der Erwachsenenbildung und ja, bin zusätzlich eben Survival- und Outdoor-Trainer. Ich bin verheiratet, wohne in Hamburg, wo auch unser Sohn aufwächst.